Leute, hallo und willkommen zurück zu Star Trek Flottenkommando. In meiner nächsten Aufnahme, ich werde 40. Ein bisschen haben wir noch. Wartet einen kurzen Moment. Ich musste erstmal dieses Teil hier starten. Wo sind wir denn? Wie viele Tage haben wir noch? Wir haben noch 74 Tage. Wir sind gestartet bei 111 Tagen. 74 haben wir noch zur Verfügung und ich muss noch ein bisschen was erledigen, bevor wir auf Level 40 steigen. Ihr habt mir ein paar Kommentare das letzte Mal gelassen. Sowas wie zum Beispiel, ich habe gar nicht gezeigt, wie meine, was für eine Besatzung ich auf meiner D3 hatte, als ich auf Einzelarmadas unterwegs war und mich habe das erste Mal von meiner Defiant unterstützen lassen. Vollkommen abgelost. Und jemand von euch hatte noch gesagt, du brauchst eine Defiant, die auf über 3 Millionen ist, von der Stärke her. Also da musst du noch ein bisschen was tun und lass dich doch noch von deiner Cerritos, das geht, und von deiner Titan, das geht leider noch nicht, unterstützen. So, bevor wir heute zu dem Thema kommen, ich habe mir ein bisschen was vorgenommen, was ich heute euch noch zeigen möchte, eine kleine Neuigkeit. Noch in einer Sache, eine Werbung in eigener Sache. Ich habe aktuell ein neues Let's Play begonnen, Crusader Kings 3. Macht mir enorm viel Spaß. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann guckt ruhig rein. Ich werde das da oben jetzt verlinken. Klickt ruhig rauf. Dieses Let's Play existieren zurzeit ca. 10, 11 Folgen. Macht mir Spaß, schaut mit rein, noch sind ein bisschen wenig Zuschauer da, vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen Spaß daran. Alles klar, okay, kommen wir nun zu Star Trek Flottenkommando. So, meine Basis befindet sich zurzeit im Gebiet. Da schauen wir mal mit rein, weil im Gebiet hat sich in den letzten Tagen und Wochen einiges getan. So, ich schau mal hier kurz mit nach. Wir befinden uns in Aulus oder Aulus, diesem System. Und es sind auch schon einige von uns anwesend, weil wir gleich Gebietsverteidigung machen. Ich werde mal ein paar Schiffe zurückholen. Wartet mal. Ich habe die hier auf die Spots raufgesetzt, um ein bisschen Isogen zu sammeln. Und kann der noch ein bisschen was vertragen? Ja, ist noch genug an Lager vorhanden. Und dann schicke ich das nächste hier wieder, meine Meridian, mit rauf. Wen haben wir hier noch? Okay, kann auch noch ein bisschen. So, ein paar Spots sind leer. Ist hier oben schon besetzt? Hier ist schon zu. Wir brauchen noch ein paar Minuten. Ich muss mal schauen, wann geht das denn hier los? Na, macht er das? Ja. In 10 Minuten. In 10 Minuten geht's los. Dann verteidigen wir das hier. Und es hat sich wirklich was getan. Ich glaube, Scorbly möchte, dass es im Gebiet ein bisschen mehr Kämpfe gibt und hat einen neuen Kampfpass veröffentlicht. Ich glaube, das finden wir hier oben. Schauen wir doch mal rein. Verdammt, es scheint tatsächlich so, als ob... Haben wir hier die Angebote? Ach, da bin ich doch falsch. Ich muss da bei Events nachschauen. Immer wenn ich von der Smartphone-Version auf Computer-Version umspringe, dann komme ich erstmal durcheinander. Glaube ich, wir müssen hier mal auf Events raufgehen. Genau, genau. Okay, in der Zwischenzeit klappt das ja auch. Hier oben haben wir die Kampfpässe neu als Reiter. Und wir haben jetzt nicht nur unser aktuelles Event. Aktuell sind es ja untere Decks Teil 2 oder untere Decks 2 Teil 2. Wir haben ja schon den zweiten Erzählbogen, falls man das so bezeichnen darf. Da müssen wir noch ein paar Schwärme jagen oder Borgsonden. Können wir heute noch tun. Und dann haben wir das hier, TC. Was heißt denn TC nochmal? Trail Blazer. Da können wir das hier sammeln. Weiß ich nicht, ob Gebiets...
kann ja noch nicht mal aufklicken und nachschauen, was das ist. Das sind irgendwelche Gebietstoken. Und die können wir in der Forschung einsetzen, habe ich schon gefunden. Ja. So, übernimm die Session. Erziele Punkte bei Gebietseinnahmen, indem du Minuten bei der aktiven Übernahme deiner Allianz verbringst. Habe ich bisher geschafft? Ich muss zugeben, aufgrund dessen, weil ich häufig mit 6 Schiffen unterwegs bin, reicht eine Übernahme eigentlich aus. Ansonsten bräuchte man hier so 1-2 Übernahmen, um hier auch wirklich die vollen Punkte zu erreichen. Dauert in der Regel so 5-6 Tage. 1 Tag und 10 Minuten haben wir noch zur Verfügung. Aktuell kann ich auch wirklich nur in unserem eigenen Gebiet punkten. Und dieser Pass, das ist übrigens der erste, der läuft noch 71 Tage. Also der zieht sich wirklich über, ich glaube, 3 Monate hin. Schauen wir hier mal nach. Das ist dann dieser hier. Relativ lang. Oder ziemlich lang. Ich höre mal auf mit dem Relativ. Und da habe ich die ersten 5 Teile bekommen. Elite habe ich noch nicht freigeschalten. Überlege ich, ob ich das noch tue. Was kostet denn das eigentlich? Was kostet denn die Geschichte? 59 Euro! 60 Euro kostet diese Geschichte. Na, das lasse ich wahrscheinlich sein. So, und dann können wir diese Dinger hier sammeln. Bei dem Elite-Pass kriegen wir noch ein bisschen mehr dazu. So, wie heißen die Dinger hier endlich? Chronometrische Partikel sind das. So, und die werden wir im Gebietsforschungszweig benötigen. Dann springen wir doch mal gleich hinein in die Forschung. Können wir hier ruhig mal... komm, beenden wir mal einen Teil. Jetzt werdet ihr wieder sagen, warum verwendest du Gold? Du hast doch hier noch so viele Beschleuniger. So. Beenden wir mal eine Forschung. Und wechseln in den Forschungszweig. Geht schneller. Gebiet, ne? Hier. So, da haben wir hier hinten. Ist das hier, ne? Das kam dazu, hier, Überarbeitung der Baupläne. Da habe ich noch nichts getan. Ich habe erstmal nur gesammelt. Ich könnte hier forschen. Glaube ich, 160 von 40 habe ich. Und dann braucht man hier noch dieses ISO-Emulsion. Was wir stets sammeln müssen, habe ich 167.000. Wir brauchen hier 183 Stück nur. Also relativ wenig, schon wieder relativ. Also ziemlich wenig. Und dieses Zeug brauchen wir aber. Das dauert eine Weile, bis wir das sammeln. So, und dann können wir ja hier die Basiskosteneffizienz von Isoemulsion verbessern. Was ist das hier? Keine Schwachstellen. Die Sarkophag. Erhöht die Basisabmilderungswerte für die Sarkophag und so weiter. Habe ich mir noch nicht angesehen. Das ist ein neuer Forschungszweig im Bereich der Gebietsforschung. Aber hier muss ich auch noch eine Menge tun, das seht ihr ja. Ich bin ja teilweise hier, das gibt es ja schon ewig, immer noch bei 1 oder 2 von 12. Also die Gebietsforschung habe ich eher so ein bisschen schleifen lassen. Den größten Part habe ich bisher verwendet, um hier bei Kämpfe, Station und Galaxie es was zu tun. Bei Kämpfe bin ich schon ziemlich weit. Da habe ich viele Dinge hier schon auf Maximum. Ein paar wie Kampfschiff-Taktiken 9 von 10. Da muss ich ein bisschen was an 3-Sterne-Material einsetzen, um die letzten Schritte hier noch durchzuführen. Ja, okay, hier habe ich klingonische Schwächen, romulanische Schwächen 5 von 10, 6 von 10. Da kann ich noch ein bisschen was tun. Und hier hinten, wo das mit den 4 Sterne ist, das habe ich ja noch frei. Soweit bin ich noch gar nicht. Ja. Da scheue ich mich ein bisschen, weil ich mein 3-Sterne-Zeug, und das ist noch ein kleines Ziel, schaffen will, um meine Augur auf Maximum zu bringen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Aktuell ist die ja auf 7 von 9. Und wenn ihr euch das mal anschaut, ich habe hier noch 2 Komponenten zu erfüllen. Und zwar einmal den Frachtraum. Da fehlt mir von diesen 3-Sterne
Eisenerz. Noch ca. 200. Das geht relativ zügig, glaube ich. Schon wieder relativ. Das geht ziemlich zügig, um das hier zu beenden. Aber ich habe noch Warp-Antrieb. Und da brauche ich von diesen Kristallen noch eine ganze Menge. Noch über 2000. Um auch den Warp-Antrieb fertigzustellen. Und dann kann ich meine Augur auf 8 von 9 bringen. Dann muss ich ja noch die letzte Stufe ausfüllen. Und sofern es sich da um blaues, also um seltenes Material handelt, so wie es hier war, bei diesen Komponenten, die konnte ich ziemlich schnell ausbauen, dann glaube ich, kriege ich die ganz schnell auf 9 von 9. Sollte es aber auch bei der letzten Stufe noch um grünes Material kriegen, naja, dann habe ich wahrscheinlich ein kleines Zeitproblem. Vielleicht kriege ich das trotzdem noch fertig, Stufe 9 zu beenden, also meine Auge auf Maximum zu bringen. Und wenn ich das schaffe, dann würde ich gern diesen Ausbau meiner Ops beschleunigen. Sagen wir mal, wenn ich das schaffe, dann würde ich es um 20 Tage beschleunigen. Ist das okay? 20 oder 30 Tage? 20 Tage. 20 Tage Beschleunigung, wenn ich meine Augur, wenn ich es schaffe, meine Augur auszubauen. Ich glaube, das kann ich mir auch leisten. Ja, das kann ich mir auch leisten, weil, falls ihr euch erinnert, ich wollte ja noch meine, kann ich das hier mal zeigen? Doch, das kann ich zeigen, hier, bei den Schiffen. So, das zeige ich euch mal, hier hinten ist doch, mal schauen, eine zweite Fächer könnte ich auch mal bauen. Die Feind haben wir gebaut. Ja, die Titan. Da habe ich 39 von 100. Das dauert noch eine Weile. Und wo haben wir die denn? Hier, die Valdor. Seht ihr das? Ich wollte die Valdor bauen. Da habe ich 150 von 150 Teile. Und ja, jemand von euch hat recht, hat einen Kommentar gegeben. Du, pass auf, du kannst die Valdor erst bauen, wenn du auf Stufe 42 bist. Ich Blödkopf. Hätte ich das mal eher gesehen, dann hätte ich die Pläne wahrscheinlich trotzdem ausgegeben. Also, die Valdor habe ich und da sie ein 4-Sterne-Schiff ist, werde ich sicherlich 3-Sterne-Material gar nicht mehr brauchen. Also rein damit in die Augur und den Rest in die Forschung. Vielleicht schaffe ich es nebenbei auch noch meine Enterprise auszubauen und meine D4, die ich noch habe. Weil das nächste Ziel, was wir ja noch haben, ist, wir wollten ja bei den Einzelarmadas im kardasianischen Raum, war das kardasianischer Raum oder war das schon der Raum des Dominion, stärkere Einzelarmadas schaffen. So, jetzt sind wir aber im Gebiet. Ein paar Minuten sind noch und so wie ihr seht, alle, die auf unserem Server 168, ich hoffe, ich liege jetzt nicht verkehrt, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich glaube, hat mal jemand gesagt, dass alle 3 Monate Scorpli vorhat, dieses Gebiet wieder auf 0 zu setzen und wir wieder erneut kämpfen müssen. So, ein bisschen was hat sich verändert. Hier unten zum Beispiel, Wolf hatte ja vorher eher hier oben diese Gebiete, so in etwa, und hat sich jetzt diese Gebiete geschnappt. Vielleicht kann mir jemand von Cerberus sagen, ob ihr das Dreiergebiet hier freiwillig abgegeben habt oder ob sich das Wolf einfach geschnappt hat. Denn mir ist aufgefallen, dass die Big 3 sich jeweils 2 Dreiergebiete geschnappt haben. Also die ganzen Dreiergebiete verteilen sich wirklich nur noch auf 3 Allianzen. Ist ein bisschen fies, oder? Oder fair. Oder wir tauschen immer wieder mal. Ja? Ich habe auch gesehen, dass es in diesen Dreiergebieten in der Zwischenzeit auch 5-Sterne-Material gibt. Scheint auch neu zu sein.
Jedenfalls ist die Diversität ein bisschen größer geworden. Hier unten haben wir einige kleine Gebiete auf mehreren Allianzen verteilt. Die hier oben, die Gebiete sind noch frei. Wir selbst halten diese drei und in der Zwischenzeit ist auch die Übernahme gestartet. Ich habe aktuell 6 Schiffe draußen. Wir können ja ruhig mal reinwechseln. Und schauen wir nochmal, ob wir hier allein dieses Gebiet halten oder ob noch jemand dazukommt. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das wäre jetzt ein Vorführeffekt. Es kann sein, hatte ich ja gesagt, dass Scorpli so ein bisschen hier die Kämpfe forcieren möchte. Ist ja schließlich ein PvP-Spiel. Aber was wären Star Trek-Fans, wenn sie nicht versuchen, immer wieder einen friedlichen Weg zu finden? Also es kommt durchaus vor, dass sich an dieser Übernahme eine weitere Allianz oder mehrere Allianzen beteiligen, indem sie eher etwas weniger an Schiffen hier reinschicken, sich hier meistens an den Rand hinstellen. Und man hat ja in der Zwischenzeit ja auch solche Begrüßungen. Ich gehe mal mit meiner Auge hier raus. So, jetzt ist mein 7. mit dabei und sammelt Punkte für das Event. Und man kann ja diesen hier machen, ne? Diesen hier. Oder mal sehen, ob jemand hier antwortet von unseren Leuten. Oder man kann auch das machen die Leute. Ach, jetzt brauchen wir ja 20 Sekunden. So diesen Herzschirbel zeigen und damit verkünden, wir kommen quasi in friedlicher Absicht und wollen nur Punkte sammeln und nicht das Gebiet übernehmen. Und schon sammeln sie diese wertvollen Punkte für das 3-Monats-Event. So, ich glaube, ich muss hier mal hoch und runter von den Spots. Oh. Sind denn hier alle besetzt? Ja, sind alle besetzt. Vielleicht kann ich ein paar... Das ist meine Meridian. Das war meine Meridian. Das hier. Ja, dass ich hier ein paar Schiffe runterschicke. Falls jemand noch einen Knoten haben möchte. So, kann ich den vielleicht teilen? So, ich teile den mal, dass sich da jemand draufsetzen kann. So. Weil ich belege relativ viele, schon wieder relativ, ich belege sehr viele Spots. So, und dann kann da vielleicht dann auch ein anderer nochmal ein bisschen sammeln. Sind nur wenige Mitglieder in unserem Gebiet. Ich weiß gar nicht. Diese Punkte hier, Trailblazer, wären erst am Ende der Übernahme eingeblendet. Das kann sein, ne? Das ist nicht in Echtzeit. So, jetzt sind jedenfalls unsere ganzen Schiffe hier gebunden. Die lasse ich auch hier. Ein bisschen Isogen brauchen wir auch. Aber da will sich wahrscheinlich keiner raufsetzen. So, scheint nicht so zu sein. Ah, hier kommt jemand. Wer ist das? Karl Klaus. Schöne Grüße. So, der wird sich jetzt auf den Weg wahrscheinlich mal zu dem Spot hier machen. Dann ist alle Kalle drauf. Wen haben wir hier? Ein 50er? Dunga, der Hoppelhase. Noch nicht allzu lange bei uns dabei. Ein paar Monate, ein paar Wochen, ein paar Monate. So. Wir haben 5-Jähriges. Wenn wir 5-Jähriges haben, dann spiele ich das Spiel, glaube ich, in etwa 3,5 Jahre müssten es sein. Ein Jahr hatte ich ja ausgesetzt. Ich hatte ja schon mal angefangen, habe das aber dann abgebrochen und dann ein Jahr später, 1,5 Jahre später nochmal probiert. So. Ja, da will sich aber tatsächlich niemand
weiteres an dieser Übernahme beteiligen. Okay, dann ist es so. So, wollen wir ein bisschen Forschung machen? Lass uns ein bisschen Forschung machen. Vielleicht könnt ihr mir auch da ein paar Tipps geben. Ich will ein wenig, zeige ich euch, hier zum Beispiel diesen Komponentenboost, das seht ihr jetzt nicht. Ja, den Komponentenboost verbessern. Da muss ich ein bisschen was sammeln. Exborg Credits. Da habe ich jetzt 1286 von 2520, um die Materialkosteneffizienz für Schiffskomponenten zu verbessern. So senke ich dann auch den Einsatz des Materials. Habe ich hier gefunden. Gibt es denn noch weitere Felder, wo ich das machen kann? Also andere Forschungszweige. Ein bisschen was habe ich gefunden, habe das aber schon auf Maximum gebracht. Weiß ich nicht, ob sich hier bei der Außenteamforschung irgendwo was befindet. Könnt ihr mir ja mal sagen, wo sowas zu finden ist. Ja, aber das habe ich auch schon überall auf Maximum gebracht. Ja, okay, hier brauche ich ein bisschen mehr von diesen Medaillen. Dienstpreise. Also hier kann ich noch was ausbauen. Aber ab und zu sehe ich dann doch schon, dass ich bestimmte Bereiche meiner Station auf Level 40 benötige. So, bei den Raumschiffen. Ich springe so ein bisschen hin und her. Ist aber in Ordnung, oder? Habe ich so ein bisschen was reingesteckt hier in die Defiant. Also das Ziel war, hatte ich in der letzten Folge noch nicht, das Ziel war, dass ich wenigstens alles, was mit Defiant zu tun hat, das ist ja dieser Bereich hier, auf 1 haben wollte. Fast alle haben 10 Ausbaustufen. Das habe ich mir gar nicht durchgelesen, was hier so alles möglich ist. Also aber auf diese Beschreibung, da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, dieses Zeug hier, das heißt ja Subraumübermittler, die finden wir ja, seitdem wir unsere Defiant gebaut haben, im Fraktionsshop. Da gehe ich, versuche jeden Tag reinzugehen und dann das Zeug zu sammeln. Und uns fehlen hier hinten noch 3. 3 Ausbaustufen. 1 könnte ich machen. Nee, ich könnte alle 3 machen. Mir fehlt bloß ein bisschen Dilithium. Fangen wir hier oben an. Ein zerschmetternder Schlag. 0 von 5. Erhöht den kritischen Trefferschaden gegen Einzelarmadas, während man von der Defiant gebufft wird. Das ist fast überall so. Also fast die ganzen Sachen hier, oder alle Sachen, betreffen irgendwie Armadas, wenn man von der Defiant gebufft wird. So, braucht 4 Tage. Können wir hier auch noch ein bisschen was machen? Ja, geht auch noch. Dann müssen wir was beschleunigen. Abtrünnigen Schilde. Das können wir tun. So, beschleunigen wir mal. So. So, dann bauen wir das auch noch aus. So. So, was sagt Glas? Ach, Karl bedankt sich für Rohisogen. Schaut ganz gut aus, ist ruhig, okay. Also könnte ruhig ein bisschen was los sein. Man muss sich ja nicht gegenseitig bekämpfen. Aber wahrscheinlich haben die anderen Allianzen ihr Ziel schon erfüllt. Boah. Ist wenig. Vielleicht ist in dem anderen Gebiet mehr los. Schauen wir hier mal nach. Ja, hier sind auch einige. Doch, das ist okay. Wer ist denn unser Stärkster? Das müsste doch unsere Maus sein. Ich schau mal hier mit 58, Level 58. Das ist Maus, genau. Ja, unsere stärkste Mitspielerin? Die Northcutt. Na, das dauert noch eine Weile bei mir. 135 Millionen an Stärke. So. Okay. Horten. So, ich schicke mal meine Auge zurück. Das stört jetzt nicht. Wer ist denn das hier?
So, European Syndicate. Die hatten mal das Gebiet. Dann schläft er hier aber schon eine ziemlich lange Zeit. So, und ich lege mal meine Define drauf. Die hat in der Zwischenzeit knapp 3 Millionen, 2,9 Millionen. Also habe ich ein bisschen was getan. Und die kann ich, glaube ich, noch einmal ausbauen. Ich kann hier mal schauen. Wir brauchen ja dieses, was ist das? Entfernende Panzerung. Hier oben dieses Sonderteil, das war bei Impulsantriebe. Das habe ich schon investiert. Und ansonsten, überall 3 Sterne. Ja, ich werde weiterhin erstmal bei der Augur bleiben. Ich brauche auch Kristalle für meine Define. Nicht wenig, oder? Noch ein bisschen was. 200, so 300, 400, 500, 700. 700 von Kristallen. Ich kann ja auch mal ein bisschen hin und her switchen. Geht vielleicht auch. Ja. So, wir wollen ja Einzelarmadas noch machen. Also heute nicht mehr, aber in einer der nächsten Folgen will ich es ja wieder versuchen, mit Einzelarmadas zu machen und diesmal dann das auch zu schaffen. Cerritos habt ihr gesagt, ne? Die auch noch. So, schicke ich schön Punkte sammeln, raus mit der Defiant. Und dann schauen wir mal in den Fraktionsshop. Vielleicht kann ich ja schon ein bisschen was erwerben. Ja. Können wir bei den Xbox was machen? Hier. Da gebe ich immer wieder mal ein paar Xbox-Credits aus, um mir Teile der Titan zu holen. Obwohl es aktuell besser ist, die in die Forschung reinzustecken. Oder? Ja, ich glaube, die in die Forschung reinzustecken ist besser. Hier gebe ich gar nichts aus zurzeit. Nichts. Man kann sich das zwar mal anschauen, aber das ist mir zu schade. Forschung oder Titan. So, bei den Bajoranern. Da schnappe ich mir viel. Oh, noch eine halbe Stunde. Aber hier kann ich das ja zeigen. Also hier diese entfernenden Panzerungsteile. 1215. Dann hole ich mir immer hier den Feindaustausch. Credit-Austausch mache ich auch. Wenn sich das hier oben mit dem bajoranischen Abzeichen ansammelt, gebe ich immer wieder mal welche aus, um mir diese bajoranischen Credits zu holen. Denn die braucht man hierfür, glaube ich, ne? Für die Define-Verstärkung. Ja, da kriege ich auch die Credits. Ach, da brauche ich ja nichts ausgeben. Das kann man einmal am Tag holen. Aber ich glaube, ich für die Subraumübermittler, für die Übermittler, für die Forschung, da gebe ich immer wieder mal diese Credits aus. Das war's. Hier unten mache ich nichts. Müsste ich auch mal wieder machen. Ein bisschen diese Forschung hier, diese Bajoraner-Gefälligkeiten zu stärken. Habe ich schon wochenlang nichts getan. So, Abtrünnige. Stella. Stella müsste ich mal wieder verschrotten. Es gibt immer so viel zu tun. Bei den Augments, da tue ich auch wenig. Ich gebe langsam hier meine Credits aus. Die Augment-Credits, die ich so schön gesammelt habe. Ich wollte ja hier diesen Khan-Avatar haben. Habe ich in der Zwischenzeit schon wieder abgehakt. Ich gebe die Credits aus hier für diese unabhängigen Credits. Weil die hole ich mir zurzeit nur über die Borg-Raffinerie. Auch die ist noch in... Hier, Raffinerie. Borg-Raffinerie. Nee, aber hole ich nicht. Da hole ich mir hier diese romulanischen Credits. Diese unabhängigen hole ich mir eher wenig, selten. Müsste ich aber mal tun, weil ich meinen Khan ausbauen möchte. Da habe ich genug Blueprints, wenn man das so bezeichnen darf, gesammelt. Aber
ich habe nicht genügend dieser Credits, um den hochzustufen. So. Wie lange brauchen wir denn noch? 13 Minuten, dann ist diese Sache erledigt. Raffinerie. Da wollte ich gucken, ob es noch irgendwas gibt hier. Ich kann mir hier wieder was holen. Die Kristalle. Seitdem ich grüne Kristalle brauche für die Augur, kriege ich keine mehr. Oder doch jetzt 28. Hervorragend. So, bei Gas, die haben wir ja mal ausgebaut. Und Eisen. So. Auch den Tipp hat er mir gegeben. Man sollte dann vielleicht doch, wenn man die 40 erreicht hat, 41 und da, oder gleich auf 42 gehen, weil bei 42 die Raffinerie besser wird. Aktuell erhalte ich ja bei den 4-Sterne-Zeug nur das Normale. Ja, kein ungewöhnliches, kein seltenes. Und das ist auch ziemlich teuer. Ich muss ja 40.000 jeweils ausgeben. 500.000 habe ich. Mache ich mal. Ich mache hier auch wirklich nur vorne diese zwei Container. Es ist mir einfach zu viel, von 40 auf 100.000 zu gehen. Hier habe ich auch nur 192.000. Das mache ich 3-4 Mal und dann ist das alle, das Zeug. Und hier bei den Erz auch. Denn das kann ich jetzt schon gebrauchen. So, haben wir beim Gambit noch was? Nein? Also aktuell hier nur dieses 1-Sterne. Da habe ich 2 Millionen. Bei den anderen habe ich so gut wie nichts. Die Amalgam bin ich ein bisschen am Ausbauen. Da seht ihr auch, hier oben habe ich noch 11 Millionen. Und alle 3 Tage kann ich mir hier die von der Amalgam-Raffinerie was holen. Auf Stufe 5 bin ich da. In der Zwischenzeit brauche ich auch bei der Amalgam für den Ausbau von Komponenten 4-Sterne-Material. So, Support. War ich selten drin. Ressourcen. Auch hier hole ich mir so gut wie nichts. Latinum. Meine Fäsche habe ich immer wieder mal losgeschickt. Seht ihr hier? Die Mentes. Liegt bei mir brach. Leider. Den brauche ich kaum. Das ist aktuell nice to have. Ja. Kommandozentrale. War ich auch selten drin. Habe ich eigentlich schon den Kirk? Ich selber habe ja den Captain Spock. Den habe ich ja drauf. So, und dann haben wir hier unten noch den Kirk Locutus. Das seht ihr jetzt nicht. Kirk Locutus, Seven of Nine und Janeway. Und von den Kirk habe ich, muss ich mal schauen. Na, macht er das? 143 von 150 Teile. Also ein bisschen brauche ich noch und dann könnte ich den Kirk auch freischalten. Und ich glaube, ich kann das sein, wenn ich genügend Teile habe, dann ist der nächste dran, oder? So. Alles klar. Was können wir noch schauen? Hier können wir noch was abholen. Ah, hier bei den Allianzen was? So. Ach, eine Frage habe ich. Mal sehen, ob ich das hier irgendwo finde. Hier. Baut sich noch auf. Die ISS Jellyfish. Da steht, seitdem ich die Stufe 39 erreicht habe, noch nicht verfügbar, kommt später wieder. Aktuell bekomme ich ja nur Pläne über eine Raffinerie, ich glaube ich bei den Allianzen, wenn ich genügend episches Zeug hier oben habe, um ein episches Armada-Paket zu holen. Da habe ich ja die Chance, die Jellyfish zu bekommen. Da habe ich jetzt 54 von 120 Teile. Hat eine ziemliche Weile gedauert, das Zeug zu sammeln. Bekomme ich die eigentlich noch irgendwie anders? Außer über dieses Ranking. Es gibt ja immer ein Event, ein Ranking, wo ich den ersten Platz machen muss. Das lasse ich sein.
Das ist mir zu vage, darüber die Pläne zu bekommen. Nur der erste Platz bekommt was, die anderen nicht. Ja. Gibt es noch irgendwo eine andere Möglichkeit? Ich habe gehört, irgendwie über Gebiete könnte man noch diese Pläne bekommen. Könnt ihr mir ja gern mal sagen, was ich dafür tun müsste, um die Jellyfish zu erhalten. Ich weiß, auch diese Kommentare könnten sicherlich kommen, die Jellyfish lohnt sich nicht. Es ist nur so nice to have. Man kann die ja haben. Und ich muss ja sowieso noch eine Weile dauern, ehe ich mir meine Valdoa bauen kann. So, eins wollte ich noch machen. Okay, jetzt haben wir den Schnellgang in der Zwischenzeit. Ja. Er wollte ein bisschen was verschrotten. Das hatten wir ja vor. So, ich müsste mal in meine Schiffe gehen. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Ich habe... Krieg hier drüber. Gehen wir nochmal zurück. Mit meiner Defiant. So. Schiff wechseln. So, jetzt sehe ich sie besser. Also, ich habe eine voll ausgebaute Stella. Habe noch eine weitere, die 40 von 40 hat. Also, letzte Stufe. 8 von 9. Das wäre jetzt das dritte Mal, dass ich diese Stella verschrotte. Ich brauche diese Partikel, um weiter Forschung zu betreiben. Und das zweite, muss ich mal schauen, ich habe eine Legionär. Die Legionär ist auch ausgebaut, 9 von 9. Die könnte ich auch verschrotten, um an 4-Sterne-Material zu kommen. Ich bleibe bei der Stella. Denn irgendwann müsste ich ja über die Raffinerie ganz normal dieses 4-Sterne-Material erhalten. Komm, ich setze mal die Augur wieder rauf. Ja. Gehen wir hier aus. So, und dann gehen wir auf Verschrotten. Ja. Der baut gerade aus hier, oder? Den Schrottplatz, den entwickle ich gerade. So, noch 8 Tage. Kommt 2400. An Latinum. Wir sind ein Verschwender. So. Alles für die Aufnahme. So, dann können wir ein bisschen was verschrotten. Ferengi-Dwar. Na, das lassen wir mal lieber. So, dann haben wir die Level 45 Stella. Die ist hier. Ich will nur mal schauen. Nur mal schauen, was die Legionär bringt, wenn wir die verschrotten wollen. Naja. Die bringt 1597 an ungewöhnliche 4-Sterne-Kristalle. Ich glaube, die brauchen wir, um unsere Raffinerie, Kristallraffinerie, 3-Sterne-Kristallraffinerie auszubauen. Das ist die einzige, die uns noch fehlt. Das wäre natürlich auch was. Oder diese seltene. Na, das ist schon... Das ist schon nicht schlecht. Komm. So, jetzt zu spät. Ich habe mich gegen die Stella entschieden und verschrotte die Legionär. Jetzt müssten wir wieder abnehmen. Ja, hier oben, 24. 24,5 oder sowas hatten wir hier. Jetzt sind wir auf 24,0 runter, weil wir unsere Legionär verschrotten. Müssen wir wieder ein bisschen an Pläne sammeln, damit wir uns wieder eine neue bauen können.
So, wir holen uns hier. Den kann ich auch, den Grush, den kann ich auch ausbauen. Der ist vielleicht sogar noch besser als der Khan. Aber auch hier brauche ich 523 von 225. So. Syndikat. Fertig. So, ein bisschen müsste noch sein. Und jetzt sind wir schon fertig. Noch 3 Minuten. So, wir können uns was abholen. Meilenstein erreicht. Offiziersrekrutierung. Ah, okay, das ist ein Tagesevent. So, auch hier? Jawohl. So, können wir hier nochmal 2 Bonuskisten oder die Tageskiste und eine Bonuskiste abholen? Nein, nein, das brauche ich nicht. Ach, noch 12 Sekunden. Verbrauchs-Items. Können wir den holen? Jetzt sammeln wir. Außenteams. Kommen hier bei diesen Außenteam irgendwann mal nochmal Schiffe dazu? Also diese Legionäre müssen wir uns holen. Wie viel haben wir denn? Ach, 0 von 80. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen hier irgendwann mal nochmal Schiffe hinzu? Oder bleibt das hier bei den 3-Sterne-Schiffen? Dann lohnt sich nachher das Zeug hier wirklich nur noch auszugeben für den Ruf. Rekrutieren nicht, Geschenke nicht. Okay, gehen wir erstmal wieder raus. Was? Ja. Ja, ist nichts weiter, ne? 2 Minuten noch. Kann ich hier nochmal die Tagesziele? Die habe ich auch noch nicht gemacht heute. Muss ich auch noch erledigen. Das mache ich dann aber offscreen. So, und Missionen. Ist etwas überschaubarer geworden. Also so viel habe ich hier nicht mehr. Ich kann ja mal auf das hier raufgehen. Falls ihr das seht. Ich habe 1899 Missionen abgeschlossen. Finde ich schon okay. Finde ich schon okay. So, wir helfen hier mal wieder allen. So, und ich denke, wenn wir das übernommen haben oder verteidigt haben, dann schauen wir, noch eine Minute ist es, dann schauen wir uns mal an, ob wir bei dem Event ausreichend Punkte bekommen. Diesen hier. Oh, hier hat sich schon was getan. 2040 Punkte haben wir. 2040 Punkte. Wir brauchen 21.600 Punkte, um diese Pläne zu erhalten. Ja, Kampfpass, der ist schon abgeschlossen. Dieser ganz normale Kampfpass. Ich konnte auch, glaube ich, jede Aufgabe erfüllen. Und diese Gefahrenverringerung, die muss ich heute noch machen. Und dann müsste dieses Event auch bald abgeschlossen sein. So. Naja, wie sieht's aus, Leute? Kommt, noch 7 Sekunden und dann kehren wir zurück und dann schauen wir uns die Punkte an. So, erledigt. Sieg. Jetzt bin ich ja mal neugierig. So, jetzt rufen wir unsere ganzen Schiffe zurück. Ah, kehren wir zurück zur Station. Und dann müssten wir jetzt kräftig an Punkte sammeln, mal sehen, ob es ausgereicht hat. Da kehren alle wieder zurück. So. Eins fehlt noch. Hier oben, die kehren auch wieder zurück. So, alle sind so drin. Na, dann sammeln wir mal.
23.800 haben wir erhalten. Das müsste wahrscheinlich gereicht haben. Jawohl, alle Meilensteine abgeschlossen, das seht ihr hier. Also mit 7 Schiffen reicht es aus an einer Übernahme und das war ja ein Sternegebiet, um das zumindest abzuschließen. Natürlich ist es fair, bei allen Übernahmen, die erforderlich sind, um ein Gebiet zu verteidigen, daran teilzunehmen. So, und dann können wir hier den nächsten Punkt holen. Stufe 6 von 30. Stufe 6 von 30. Was kriegen wir hier denn? Reparaturbeschleuniger und 40 von diesen chronometrischen Partikeln. 40 Stück. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Hier hinten können wir nochmal 100, 100, 100, 120 kriegen. Natürlich, wenn man Geld ausgibt, 60 Euro, kann man auch hier unten ordentlich sammeln. Das geht ja dann hier vorne schon bei 120 los. 120, 140, 140, 160 bis hin zu 300, wenn man das möchte. Ah. So, alles klar. Super, dann haben wir es geschafft. Haben wir heute das, was ich zeigen wollte, uns anschauen können. Wie sehen denn die aktuellen Gebietsübernahmen aus? Also, ne, neuer Pass über 3 Monate und ich wette, nach 3 Monaten wird alles resettet und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mich wieder zu begleiten. Schaut auch gern meine anderen Let's Plays mit an. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich werde 40. Bis dahin macht's gut. Euer BeardP. Tschüss, Leute.